So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87 hier auf der Galgenberg. So, wir haben es mittlerweile schon Mai, der erste Tag, und wie man sieht, sind die Wiesen saftiger denn je. Wir werden jetzt hier erstmal das runterklappen. Zack, zack. Und wie wir sehen, haben wir uns diesmal etwas Besseres geholt, und zwar ein. Ein Pöttinger oder nee, was ist das? Doch, ein Pöttinger, aber mit Schwadablage, wo man direkt mähen können und schöne Schwadablage machen können. Ich hoffe natürlich jetzt, dass wir so viel PS haben. Schwadablage links, rechts, Schwadablage so. Ja, das ist reicht. Die PS-Zahl hoffe ich natürlich. STGB geht es nicht? Nee. Okay, komisch. Jetzt, der gibt jetzt schon mal gut Gas. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ui, 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 ui. Ganz. 13 km/h ist nicht perfekt, aber ist okay. So, wir haben doch unseren GPS und das werden wir jetzt gleich mal aktivieren. Und bei 8,88 Meter. Oh, kann das sein? Kann das sein? 8,88 Meter? Kommt mir ein bisschen wenig vor. Und zwar haben wir das 10 Meter. Dann wollen wir das aber auch so haben. Zack, zack. Hier 10 Meter. Einmal so. Und so 10 Meter, perfekt. Wie ging das jetzt nochmal so genau? A-Punkt setzen, Gas geben. Dass wir hier schöne gerade Fläche haben. So, B-Punkt setzen. Und das war es gewesen, aber irgendwie Spurführung. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, nee, da stimmt irgendwas nicht. Müssen wir nochmal neu machen. So. Zeige Linien. So, so. Löschen. A-Punkt setzen. Nochmal. Bin aber mal gespannt hier. So. So, B-Punkt setzen. Ah, jetzt hat es geklappt. Gut. Zack. Zack, zack. Oder klappt's? Ja, perfekt. Wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt kommt natürlich die große Frage. Oh, 17 km/h. Oh, das ist natürlich sehr gut. Und zwar überlege ich mir jetzt doch noch mal ein anderes Feld zu mieten, zu pachten, Entschuldigung. Ich sehe halt wirklich gar nichts, gell? Ah, das wäre hier. Das wäre hier. Ist dann blöd, gell? Bin ich jetzt? Nee. So. Das hier und gib ihm. Ah, okay, wir müssen doch ein bisschen kleiner machen. Da gehen wir jetzt mal hier auf 59. Oh, jetzt bin ich hier drauf gekommen. Jetzt Meter weg. Okay, 9,50 Meter ist okay. Aber ich glaube, ich tue erstmal ein. Ah, nee, nicht ganz. Das ist immer noch ein bisschen zu knapp. Dann gehen wir hier auf 9 Meter. Das sollte aber jetzt eigentlich klappen. Und jetzt machen wir erstmal ein Rot um, also ein Vorgewende. Dass ich hier schön umdrehen kann. So. Tempomat.
Na komm, gib ein bisschen Gas. Ja, und zwar überlege ich mir schon die ganze Zeit, dieses Feld zu pachten, und zwar dieses riesengroße Feld hier, und zwar dieses hier, die 77. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es wäre schon knallhart, es zu mieten, aber irgendwie ist es dann doch ein bisschen groß vielleicht, aber ich raus, weil ich ja dieses Jahr endlich meinen neuen Stall bauen möchte. Und da wäre das schon praktisch. Da wäre das schon praktisch, wenn man ein bisschen mehr Strom, Strom sage ich schon, ein bisschen mehr Gras zusammenkriegen würden. Schauen wir mal. Jetzt nehmen wir erstmal die Wiesen hier fertig und dann entscheiden wir uns spontan, ob wir es mieten oder nicht. Pachten, Entschuldigung. So, wir sind jetzt fertig auf unseren drei Wiesen mit Mähen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Wiese holen oder nicht holen. Ich glaube, das ist die Wiese hier, die wir eventuell nochmal pachten möchten dazu. Ja, das ist sie. Die Nummer 77 22. So, pachten. Hier. Pachten 77 22. Das müsste die hier sein. 77 Felder. 2,98. Müssen wir mal schauen, ob das 2,98 sind. Ja, Fläche, keine Ahnung, oder? 2,72. Feld 77. Ah, okay, da oben haben wir stehen. Feld Nummer 77. Ja, dann müsste es ja sein. Das zeigt er hier bei 77 an. Nee, passt. Also muss es die Grundstücksfläche sein. Gut. Pachten. Puh, 500 Euro am Tag. Halleluja. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. So. Geht das hier? Können wir das nach vorne fahren? So. Gut, dann werden wir die hier schon mal runterlassen. Perfekt. Dann denken. Ich muss noch mal gucken nach unserem GPS, ob da hier irgendwie oder irgendwas auf jeden Fall dabei ist, was passt. Ich glaube, es sieht doch ganz gut aus nach dem GPS hier. Dann werden wir das hier mal abfahren. Einmal so, einmal so. Fährt doch ganz gut mittig mit, oder? Ja, doch. So, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Feld schon mal gepachtet. Und jetzt werden wir langsam hier mal das Gras wegtun, weil das ist ja, stört ja mega. Hier, Bauplatz 1. Das werden wir uns kaufen. Und zwar gucken wir mal, was es kostet. 77.000. Also ich vermute mal, so gute 500.000 müssen wir auf jeden Fall aufnehmen. Dass man da... weil wir wollen ja hier noch den Schafstall, Tiere, Schafe, den größten, was gibt. 300, 450. Ja, der hier eventuell, den wollen wir jetzt nicht. Also sind es 400. 400, na, wo sind es denn hier? 400, sind bei 130. 130. Ja gut, da müssen wir jetzt 130. Ja, bei 130.000, glaube ich, brauchen wir jetzt keine. Hä? Der war doch hier irgendwo.
Also bei 130.000 Euro plus, also 130, na wo war ich jetzt? 130 plus 80 sind wir bei 210. Sind wir bei 210. Machen wir 300.000. Ja, 300.000 müssen wir schon aufnehmen. Heieieiei. Also 300.000. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal 300.000 auf. Und dann sehen wir mal weiter. So, wir sind mit den Mähen fertig. Sind jetzt schon beim Einsammeln, haben uns natürlich wieder einen Wagen ausgeliehen, gemietet. Und jetzt fahren wir nochmal schnell hier alles zusammen und dann. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob wir jetzt das wirklich so durchziehen mit dem Bauplatz und alles, dass wir uns den holen und kaufen. Aber ich glaube, das ist schon. Es ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Weil wir haben nämlich jetzt dieses Jahr schon mal Wolle verkauft. Das kann man ja hier schon mal ablesen. Es hat so ungefähr 20.000 gebracht. Ja, die Welt ist es nicht, sage ich jetzt ganz ehrlich. Die Welt ist es jetzt nicht. Müssen wir mal schauen. Größerer Stall, mehr Wolle, das ist natürlich klar, aber... Die Arbeit, was wir halt haben, ob sich das da wirklich rentiert. Halt, hier rein. Falsch. Die Arbeit, was wir haben. Hallo? Ah, das maximale Füllgewicht ist voll. Ja, müssen wir natürlich jetzt zurückfahren. Jetzt müssen wir überlegen. Fahren wir jetzt gleich zum neuen oder... Das ist jetzt natürlich die große Frage. Bauen wir jetzt gleich den Stall dahin oder nicht? Weil müssen wir eventuell auch gleich ein kleines Lager hinbauen, sodass wir da das ganze Gras und Heu dort lagern können. Ja, müssen wir mal überlegen. Schauen wir mal. So, wir verkaufen jetzt gerade die Schafe. Verkaufen, genau. Wir laden jetzt gerade die Schafe um und zwar in den Hänger, den haben wir uns jetzt gerade ausgeliehen. Am besten natürlich nur die guten Schafe, die wir schon ein bisschen Wolle haben. Passen leider nur 13 Stück in den Hänger rein, aber das ist jetzt nicht gar so schlimm. Das sollte jetzt kein Problem sein. Und zwar habe ich schon den neuen Schafstall gebaut. Richtig, richtig schön. Hier ist er nämlich. Da passen 400 Schafe rein. Das sollte eigentlich jetzt genügend Platz sein, um jetzt ein bisschen mehr Wolle zu... Zu produzieren. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Denken wir immer noch Richtung Wolle macht nicht so viel Geld. Es macht nicht so viel Geld. So. So ein bisschen fahren müssen wir jetzt noch und dann sind wir endlich fertig. Haben wir das endlich hinter uns. Und dann können wir nämlich wieder zur Grasernte gehen, weil ich habe schon mal... ich muss noch Wasser nachfüllen. Muss ich auch noch machen. Eieieiei. Ja, wenn dann kommt alles auf einmal, muss ich Wasser noch holen. Und dann bin ich schon auf der guten Seite, dass ich dann 400, also 400 ist schon sehr viel. Okay, da kommt fast nur noch Lämmer drin. Könnten wir eigentlich verkaufen? Ja. Ja, stopp, Tiermenü öffnen. Die Lämmer werden wir verkaufen. 13 rüber, passt perfekt. So machen wir das auch. Fahren wir den mal hier rüber. So. Stopp. Handbremse anziehen.
schnell rüberflitzen. Und euch verkaufen wir jetzt. Boah, das sind schon einige. Ja doch, passt, genau. 1, okay, zack, zack. 14 Stück nur noch, so, 11 Stück noch. Und adios amigos, da haben wir noch ein bisschen Kohle hier verdient. So, dann gehen wir ins Baumenü. Werden den hier verkaufen und zack. Und jetzt sehen wir auf einmal herrlich. Eine richtig schöne freie Fläche. So, den fahren wir jetzt schnell rüber. Achso, Handbremse. Den fahren wir jetzt schnell noch rüber. Dann werden wir den abladen mit den Schafen. Und dann geht die Produktion schon mal los. Dann noch schnell Wasser besorgen. Genau, das wollten wir noch machen. So, la. So, ihr Viecher. Dann könnt ihr hier schon mal alle raushupfen. Oh, geht gar nicht, okay. Jetzt. So, alle 13 Stück raus mit euch in den Stall. Okay, so. Ganz schnell. Den hier verkaufen. Verkaufen, sage ich schon. Wieder hergeben. Wasser muss ich. Wasser. Wasser muss ich erst holen. Das Licht Nummer 1. Was liegt denn da? Ein Silageballen? Okay. Der von mir. Und auch interessant, weil ich habe ja gar keine Silage hier. Ah, doch, ganz am Anfang. Aber da war ich doch nicht hier, oder? Ist ja egal. So. Wasser brauche ich. Wasser. Dass die Viecher was zu fressen haben sie, weil Gras habe ich nämlich schon reingetan. So, la, perfekt. Da hätten wir schon mal die große Weide schon mal safe. So ein kleiner Wassertank, aber der wird jetzt erstmal reichen, denke ich mal. So, den anschließen hier. Wollen machen mit Wasser. Weil ich glaube, drin ist nichts mehr. So, gut. Mal gucken, wo wir jetzt hier Wasser am schnellsten herkriegen. Dass sie was zum Trinken bekommen. Schauen wir mal jetzt. So, wir sind wieder am Gras einsammeln. Ja. Das war natürlich jetzt wieder eine Folge. Heieieiei. Noch den Stall gebaut. Gras gemäht. Boah. Heu müssen wir nachher noch vom Lager ins zu den Schafen reintun. Also ist noch eine Menge Arbeit heute zu tun. Aber eine ist geschafft. Also das auf jeden Fall. Jetzt können wir auf jeden Fall 400 Tiere. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. 400 Tiere ist echt gut. Und das nächste Ziel ist es, ist hier auf jeden Fall wieder die 400.000 Kredit wegzukriegen. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wir hätten ja da oben 200.000. Das heißt, vielleicht mit ein bisschen, das müssen wir mal gucken, wie viel der Schafstall da auf jeden Fall reinkriegt, dass wir da eventuell umschalten dann auf Silage wieder, das was wir dann hier liegen haben, weil ich habe nämlich gesehen, der Schafstall, der kann gar nicht so viel, also ich glaube 75.000, ja, 30.000, jetzt machen wir nochmals 30.000 Heu rein oder 40.000 und dann ist das Ding schon mal voll wieder. Also werden wir jetzt auf jeden Fall die nächste, ja, jetzt das Gras, ja, was machen wir jetzt damit? Am besten ist es ja, wenn wir das Gras jetzt schon mal direkt verkaufen als Silage verarbeiten. Ich glaube, das wäre sogar das Beste. Und wenn wir jetzt schon mal 200.000,
Das könnten wir eigentlich jetzt mal direkt machen, dass wir direkt 200.000 Sondertilgung machen. Da hätten wir noch 200.000 offen. Dann hier wieder Grassilage aktivieren. Weil ja eh gleich Gras kommt, und zwar das, was ich reinschmeiß. Dann werde ich hier direkt Heu reinmachen. Oder sehe ich das jetzt richtig? Doch klar, werde ich da direkt Heu reinmachen in den Wagen. Das können wir dann direkt bei den Schafen reinschmeißen. Und so hätten wir schon mal bei den Schafen finito. Ist auf das Wasser, aber da müssen wir ja dann nochmal separat reinwerfen, da haben wir hier den Wagen stehen. Ist gar keine schlechte Idee, wie ich es jetzt vorhab. So sind wir jetzt schon mal auf einem guten Weg. Ja, das ist eine gute Idee, wie wir es vorhaben. Hauen wir das jetzt schon mal Grassilage rein, kriegen wir schon wieder Kohle. Da ist 6.000 nur noch auf dem Konto, aber so wird es hoffentlich jeden Tag wieder ein bisschen mehr. Durch den Direktverkauf, und dann wird praktisch das Darlehen, ich glaube, das ist monatlich, glaube ich, 12.000. Schon eine Menge, aber muss ich auf jeden Fall machen, weil alles andere wäre jetzt Schwachsinn. Wenn wir da jetzt ankommen, irgendwie mit, keine Ahnung, 4.000 auf 10, 15 Jahre. Ich möchte auch wieder so schnell wie möglich da wegkommen davon. Ich glaube, das schaffen wir auch. Das ist aber hier rein. Komm, das müssen wir auch erstmal schaffen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Jetzt. Gut. Machen wir das Zeug hier schon mal rein. So, Handbremse. Das Gras. Der wird jetzt direkt anfangen. Perfekt. Ah, ich glaube, das könnte schon mal. Uiuiui, rutscht der weg. Ja. So. Jetzt gehen wir hier Gummi. Und fahren wir jetzt hier rein, holen Heu. Und dann müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal direkt Heu machen. Kann ich das gar nicht hier rein? Das ist natürlich blöd. Geht das nicht, oder wie? Achso, halt. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, jetzt. Heu. Ach, Luzernenheu auch noch, gell? 30.000, das klingt gut. Können wir direkt reinknallen alles. Dann ist das auch schon mal weg. Wenn es reinpasst. Ja, da müsste aber, glaube ich, 35.000 reingeht. Ah, perfekt. Das geht doch. 29.000? Achso, ja klar, fast 30.000. Wir müssen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Boah, die Wolle da jetzt wieder sinnlos rumsteht. Fahren wir das auch nachher gleich rüber. Müssen wir nur gucken, wo später da die Wolle hingeht. So, einmal hier reinfahren. Dann kriegt ihr einmal Heu. So. Und dann müsste das Ding hier schon mal gut voll sein. Ich glaube, 75.000 passen rein, wenn ich mich nicht täusche. Aber dann passt es schon mal. Gut, perfekt. Dann verabschiede ich mich schon mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer LKPlay87. Ciao.